Wenn du wissen willst, wie du Affiliate-Links tracken kannst, wie du Links zu Facebook, Instagram und so weiter tracken kannst, ja, also ausgehende Links, dann bist du in diesem Video genau richtig, weil hier zeige ich es dir Schritt für Schritt. Hey, Carlo hier, dein Digitalexperte. Ich möchte dir jetzt ganz genau zeigen, wie du ausgehende Links, also Webseitenlinks, die von deiner Webseite auf eine andere Webseite, ja, die nicht mehr dir gehört, tracken kannst. Wie du also messen kannst, wie viele Leute darauf klicken und dann auf einmal weg von deiner Webseite sind. Das kann wichtig sein bei Affiliate, das kann wichtig sein, wenn du Social Media Links hast, das kann ganz normal interessant sein, wenn du einfach Backlinks auf deiner Seite hast. Ja, es kann ja auch sein, dass du eine Seite hast und Backlinks verkaufst. Ja, und du möchtest vielleicht wissen, na, wie viel Traffic schicke ich dem eigentlich? Ja, der kriegt irgendwie einen tollen Backlink, ja, zahlt 100 Euro dafür und dabei schickst du ihm vielleicht 1000 User am Tag, im Monat, in der Woche. Ja, dann könntest du vielleicht nochmal eruieren, na, vielleicht sind 100 Euro ein bisschen zu wenig. Darum geht es hier in diesem Video. Und ich werde dir ganz am Ende des Videos nochmal erklären, was du machen kannst, wenn du feststellst, dass viele User die Webseite über einen ausgehenden Link verlassen. Weil das ist letztendlich das, was du dann machen musst. Du musst ja dann eine Aktion, ja, machen. Und das werde ich dir ganz am Ende des Videos erklären, weil erstmal müssen wir ja jetzt lernen, wie wir Schritt für Schritt dieses Tracking einrichten. Also, es kann natürlich sein, dass man irgendwo mal natürlich einen Link hat, der weg von der Webseite führt, klassischerweise beispielsweise einen Link zu Facebook, ja, Social Media Links oder auch irgendwelche Empfehlungen oder weiterführende Links und so weiter. Und es wäre jetzt nicht unüblich, man kauft beispielsweise Traffic ein über Google, ja, und ja, möchte halt sehen, okay, von den 100 Klicks, die ich gekauft habe, 50 Cent je Klick, wie viel sind denn da weitergegangen, ja, also wie viel habe ich irgendwie. Ja, umsonst will ich nicht sagen, aber ja, wie viel sind weiter einfach durchgeklickt? Das wäre natürlich schon wichtig. Je nach Link muss ich das vielleicht dann auch nochmal anpassen, dass ich halt nur die Links setze, die dann halt auch wirklich Mehrwert bringen. Und dazu wechseln wir mal wieder in unseren guten alten Google Tag Manager und wählen hier einen Trigger aus und können den jetzt zum Beispiel ausgehende Links nennen. Jetzt wählen wir als Trigger-Typ nur Links aus. Ja. So, der soll jetzt erstmal auf alle Klicks auslösen. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, warum das überhaupt so ist. So, das speichern wir. Dann gehen wir mal zurück oder auf die Variablen. Damit arbeiten wir ja relativ viel in dem Google Tag Manager Kurs. Also falls du jetzt irgendwie nicht darüber über den Google Tag Manager Kurs auf das Video gekommen bist, das Video ist hier gehört zum Google Tag Manager Kurs hier auf YouTube. Es sind ganz viele Videos kostenlos. Führt einen einmal komplett durchs Tracking. Dann müssen wir eine benutzerdefinierte Variable hinzufügen. Da gehen wir einfach auf Neu. Gehen hier auf Variable für automatische Ereignisse. Hier wählen wir hier die URL aus. Und wählen hier ausgehend. Und die Idee dahinter ist halt, ja, ist das jetzt ein Link, der intern ist oder extern? Ja, letztendlich landen wir dann bei einem True oder einem False. So, und dann kann man hier natürlich auch nochmal Subdomains beispielsweise ausschließen oder im Checkout, wenn ich jetzt irgendwie mit PayPal bezahle, dann klicke ich da natürlich auf den PayPal-Link, ja, als Beispiel, lande kurz bei PayPal und gehe dann wieder zurück. Das kann ich hier natürlich dann auch ausschließen. So, dann speichern wir das Ganze. Und dann gehen wir mal und schauen uns die Vorschau an. Die öffnet sich, dann können wir direkt danach auf unsere Webseite gehen. Das Preview-Fenster hat sich geöffnet. Ja, wir sehen auch die verschiedenen Themen. 1, 2, 3 sind schon geladen. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, ja, wie können wir jetzt feststellen, ob das ein ausgehender Link ist oder ein interner. Wir können jetzt hier beispielsweise oben rechts auf den Kontakt-Button klicken. Ja, wieder mit Steuerung, ganz wichtig, dass sich das Fenster hier nicht neu lädt. Und wir sehen, ja, bei der Summary, viertens, es ist ein Klick entstanden. Fünftens, es ist ein Link-Klick. Es wird ein Tag gefeiert, der Button-Klick. So, dann gehen wir in die Variablen rein. Und dann haben wir hier die ausgehende Variable. Und wir sehen, False steht da. Ja, und ist ja logisch, die Kontaktseite ist intern, also muss das auf False sein. So, wenn ich jetzt hier auf Service wieder mit Steuerung bzw. Command am Mac klicke, ist auch wieder ein Klick, ein Link-Klick. So,
und es ist Variable false bei ausgehend hinterlegt. Dann klicken wir mal auf einen anderen Link, auch wieder mit gedrückter Taste. Ja, und wir sehen auch wieder hier einen Link-Klick. So, und da gehen wir jetzt mal rauf in die Variable und wir sehen hier ausgehend, da steht jetzt true. Ja, also das funktioniert. So, also auch das ist richtig klassifiziert. Wir haben sozusagen überprüft, ob das richtig eingestellt ist und funktioniert. Und jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir daraus jetzt ein Event? Ja, wir haben ja jetzt letztendlich die Voraussetzung geschaffen. Ja, wir haben hier eine Variable, die auf true und false springt, je nachdem, was wir klicken. Daraus müssen wir jetzt letztendlich nur ein vernünftiges Event bauen, beziehungsweise den Trigger so anpassen, dass da ein Event draus gebaut werden kann. Dazu gehen wir in den Tag Manager, wählen Trigger aus und gehen dann hier auf ausgehende Links. So, und jetzt müssen wir den einfach mal anpassen. Ja, wir haben ja gesagt, hier, der soll auf alle Links triggern. So, und da steht ja schon ausgehend Fragezeichen, ja, perfekt vorbereitet. Und wir sagen einfach, dieser ist gleich mit true, ganz einfach. Wir müssen diesen Trigger einfach nur anpassen. Alles andere können wir so lassen, wie es ist. Wir gehen oben auf Speichern. So, hier haben wir den Filter auch, den sehen wir jetzt. Jetzt gehen wir auf Tags. So, und erstellen jetzt hier einfach einen neuen Tag. Ja, den Trigger haben wir ja schon. Den benennen wir noch kurz um. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Ja, wir wählen hier wieder Ereignisse aus. So, bevor wir jetzt hier ein komplexes Naming uns überlegen, machen wir es mal einfach nur ganz simpel. Ausgehende Links. Die Aktion ist der Klick. Und wir nehmen dann als Label die Klick-URL. Weil dann sehen wir auch, wo wir hingeleitet werden. So, jetzt müssen wir noch ganz am Ende wieder unsere Google Analytics-Einstellungen vornehmen. Dann wählen wir noch unseren Trigger aus, den wir ja gerade konfiguriert haben. So, jetzt aktualisieren wir mal den Vorschau-Modus und kontrollieren das einmal, ob das Ganze auch funktioniert. Und danach kann man es natürlich live stellen. So, der erste Tag ist schon mal gefeuert. So soll es sein. So, klicke ich mal auf eine interne Seite. Und es wurde nichts gefeuert. So soll es sein. So, und jetzt die Feuerprobe. Wenn wir auf den Facebook-Link klicken, dann muss hier was passieren. Ah, okay. Gut, also wenn wir auf Twitter gehen, dann wird hier auf jeden Fall das Event gefeuert. Sehr, sehr gut. Da oben hat sich Twitter geöffnet, so wie es sein soll. Wenn wir hier mal reingehen und die Variable angucken, dann passt das auch alles so wie vorhin. Jetzt wollen wir natürlich in Analytics gucken, ob das Ganze auch wirklich ankommt. Also sozusagen der finale Test. Dazu gehen wir wieder in unseren Echtzeitbericht. So, gehen auf Ereignisse. Und hier haben wir natürlich den Buttonklick, den wir gerade davor getätigt haben. Und natürlich der ausgehende Link. Das funktioniert alles. Jetzt müssen wir es halt nur live stellen. Und dann sind wir damit durch. Ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen. Im Übrigen ist dieses Video Teil einer Google Tag Manager Playlist. Ja, wenn du jetzt über die Playlist hier rübergekommen bist, dann wirst du vielleicht genervt sein, weil ich es immer wieder erwähne. Aber nicht jeder kommt über die Playlist auf diese Videos. Von daher, sorry. Und auf der anderen Seite, ja, schau einfach nach dieser Playlist. Ich habe sie auch unten in die Kommentare hinzugefügt. Jetzt nochmal zu dem eigentlichen Thema. Was mache ich eigentlich, wenn ich sehe, ja, ich verliere relativ viel User zu ausgehenden Links? Was kann ich da machen? Und der einfachste Weg, den man da machen kann, ist, bei den ausgehenden Links eine Einstellung im HTML-Code so vorzunehmen, dass sich ein neues Fenster öffnet. Ja, also der User verlässt die Webseite, ja, aber in einem neuen Tab, in einem neuen Fenster. Das heißt, deine Webseite bleibt offen, er kann sich dort umschauen, wenn er den Tab schließt, landet er wieder bei dir. Und das ist auch die Lösung, die du dann machen solltest, wenn du merkst, relativ viele User verlierst du darüber. Ist natürlich vielleicht auch gewollt, da viele zu verlieren. Naja, aber sagen wir mal, du hast den Fall, dass du 1000 User über Google einkaufst und 500 User darüber verlierst du dann entsprechend zu Facebook. Ja, dann möchtest du natürlich irgendwie sehen, dass entsprechend bei Facebook auch was passiert. Und wenn das nicht so ist, dann solltest du vielleicht den Link entfernen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen da, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Mach einen Handstand oder tanz im Kreis. Ja.
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg noch mit den nächsten Videos und natürlich mit deinem Outbound Link Tracking.